Diese zwei Schwungräder drehen anfänglich gegeneinander. Wenn wir jetzt mit der rechten Hand noch einen Drehsinn einführen, können wir sagen, dieses Schwungrad dreht anfänglich vorwärts und dieses rückwärts. Diese Situation können wir ins Flüssigkeitsbild übersetzen. Im Flüssigkeitsbild erscheint der Drehimpuls als Flüssigkeit. Die beiden Schwungräder werden zu zylinderförmigen Töpfen mit dem Massenträgheitsmoment als Querschnitt und der Winkelgeschwindigkeit als Füllhöhe. Die Erde, quasi das Inertialsystem, liefert einen See oder bildet hier einen See, mit dem man beliebig viel Drehimpuls austauschen kann. Da kann man mit Hilfe des Flüssigkeitsbilds sehr viele Fragen beantworten. Man kann zum Beispiel zeigen, wo die Endwinkelgeschwindigkeit liegt, also wenn es hier keine Lagerreibung gibt, nämlich einfach Drehimpuls 1, also Grundfläche mal Höhe, dann Drehimpuls 2 dazu zählen, also Grundfläche oder Querschnittsfläche mal diese Höhe, dann durch die gesamte Querschnittsfläche dividieren. Das gibt dann die Endwinkelgeschwindigkeit, die ich hier eingezeichnet habe. Jetzt können wir sagen, wie viel Drehimpuls von da nach da geflossen ist, nämlich Füllhöhenunterschied, also Omega x1 minus Omega xn mal den Querschnitt. Oder wir können auch hier rechnen, Omega xn minus Omega x2 mal das J2 als Massenträgheitsmoment 2. Wir können im Weiteren sagen, wie viel Energie hier in der Rutschkupplung dissipiert worden ist. Wir nehmen einfach die geflossene Drehimpulsmenge und multiplizieren mit der mittleren Fallhöhe. Das wäre also von hier bis etwa hier. Wir können auch die maximale Fallhöhe nehmen und durch 2 dividieren. Das gibt auch die mittlere Fallhöhe. Dann können wir dann eben noch die Prozessleistung bestimmen. Das wäre also der aktuelle Drehimpulsstrom, der im Moment da durchfließt, mal die Differenz der beiden Winkelgeschwindigkeiten. Das gibt die Prozessleistung. Daneben gibt es noch den zugeordneten Energiestrom, nämlich Winkelgeschwindigkeit mal Drehimpulsstromstärke. Das gibt hier einen positiven Energiestrom, also ein Energiestrom, der mit dem Drehimpulsstrom fließt. Hier gibt es infolge der negativen Winkelgeschwindigkeit einen negativen Energiestrom, das heißt, die Energie fließt gegen den Drehimpulsstrom. Mit anderen Worten, wir haben also hier, wenn die Rutschkupplung aktiv ist, einen Drehimpulsstrom, der durchgeht. Und wir haben einen Energiestrom, der vom Schwungrad in die Rutschkupplung geht, links und rechts auch vom Schwungrad in die Rutschkupplung geht. Soweit zur Theorie. Ich denke, diese Drehmechanik wird zusammen mit dem Flüssigkeitsbild relativ einfach und vor allem begreifbar. Gehen wir jetzt zur systemdynamischen Modellierung. Hier ein systemdynamisches Modell für die Situation, da die beiden Drehimpulsspeicher, dann der Drehimpulsstrom durch die Rutschkupplung und hier noch zwei Drehimpulsströme für die Lagerreibung. Ich habe also hier noch Lagerreibung eingebaut. Da unten sind die charakteristischen Werte, also die drei Reibdrehmomente und dann hier noch die beiden Anfangswinkelgeschwindigkeiten. Da sind noch die beiden Massenträgheitsmomente. Und die entscheidende Rechnung ist, aus Drehimpuls berechnet man die Winkelgeschwindigkeit. Die Winkelgeschwindigkeit beeinflusst dann wieder die Ströme, das heißt die Drehmomente. Und dann hat man hier quasi die Differentialgleichung. Auf der zweiten Ebene ist dann noch die Energie aufgetragen. Viermal der zugeordnete Energiestrom gerechnet. Und da sind die beiden Rotationsenergien und da ist die dissipierte Energie in der Rutschkupplung. Man könnte hier natürlich noch die dissipierte Energie in den beiden Lagern rechnen. Zu den Simulationsergebnissen. Hier die Winkelgeschwindigkeit in Funktion der Zeit. Da liegt die Nulllinie. Da sieht man, wie das ein leichter Knick gibt, weil hier gibt es einen Umschlag im Reibdrehmoment im Lager. Sobald
die Winkelgeschwindigkeit das Vorzeichen ändert. Das heißt, die Schwungräder gleichen ihre Winkelgeschwindigkeit an und nachher geht das ganze System gegen Null. Hier noch die Drehmomente, also das ist der Drehimpulsstrom durch die Rutschkupplung. Das ist der Drehimpulsstrom in einem Lager und das im anderen. Da ändert er das Vorzeichen, weil eben die Winkelgeschwindigkeit das Vorzeichen ändert. Sobald die beiden Schwungräder gleich schnell sind, gibt es hier nur noch einen kleinen Drehimpulsstrom, der einfach den Ausgleich macht, damit die beiden Schwungräder immer gleich schnell drehen. Hier noch die beiden Rotationsenergien, also das eine Schwungrad kommt ja zwischenzeitlich zum Stillstand, das ist die Rotationsenergie 0. Beim anderen kommt die Rotationsenergie einfach runter. Da sind sie dann gleich schnell und das ist dann der Ausfahrvorgang. Hier noch die Energie in der Rutschkupplung. Da wird natürlich sehr viel Energie dissipiert. Nun, ich denke, es gibt weltweit keinen Physikkurs, der dieses zu leisten vermag, nämlich genaue Analyse der Rotationsmechanik, bildhafte Darstellung der Rotationsmechanik und dann noch die systemdynamische Modellbildung, wo man wirklich analysieren und Schlussfolgerungen machen kann.